Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss euch direkt mal was erzählen. In seiner Wohnung sitzt Leroy vor der Kamera. Er reibt sich über das Gesicht. Ich bin Single und das Leben als Single ist verdammt hart. Und ich habe mir überlegt, ich muss jetzt etwas daran verändern. Wir leben heute in einer Zeit, wo es so viele Möglichkeiten der Partnersuche gibt. Und eine habt ihr im Titel schon gelesen. Ich werde mir jetzt Tinder runterladen. Blendung Leroys Vlog. Leroy trägt ein offenes Jeanshemd über einem bedruckten Shirt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie ausprobiert. Das heißt, ich werde jetzt zum allerersten Mal diese App herunterladen und mir ein Profil erstellen. Ihr seid da mit dabei und ich werde dann versuchen, vielleicht meine Frau zu treffen. Vielleicht klappt es, vielleicht antwortet mir jemand, vielleicht aber auch nicht. Ich bin Single. Wir schauen mal, wie weit das Ganze geht und ich nehme euch jetzt die ganze Zeit mit und als erstes müssen wir die App holen. Also das Ganze ist eine Art Experiment. Ich werde jetzt zwei Tinder-Accounts machen. Einmal mit Rollstuhl auf dem Profilbild und einmal ohne Rollstuhl auf dem Profilbild. Und ich bin wirklich gespannt, was da an Resonanz kommt. Okay, ich habe es mir jetzt gemütlich auf dem Sofa gemacht und lade mir jetzt allererstes mal Tinder runter. Mein Passwort. 1, 2, 3. Einblendung. Rätsel. Was ist mein Passwort? Vorname. Leroy. Ich habe jetzt alle meine Daten eingegeben und jetzt muss ich noch ein Profilbild auswählen. Und da müssen wir mal überlegen, wie wir das Ganze machen. Ich habe ja Bilder mit Rollstuhl und ohne Rollstuhl und ich nehme jetzt als erstes mal ein Profilbild ohne Rollstuhl. Krass, so schnell geht das, Freunde. Das ist ja echt gruselig. Mir werden jetzt haufenweise Frauen vorgeschlagen. Ich habe aber noch nicht mal gesagt, ob ich jetzt auf der Suche nach einem Mann oder auf der Suche nach einer Frau bin. Ich hatte wirklich keinen Plan, wie die App funktioniert. Da habe ich ehrlich gesagt gefühlt wie mein Opa, der versucht, Facebook auszuprobieren. Vielleicht kennt ja der ein oder andere Zuschauer das Gefühl, ich hatte keinen Schimmer. Auf seinem Handy blättert Leroy durch die vorgeschlagenen Frauenprofile. Ein Smiley mit Herzchenaugen verdeckt die Gesichter der Frauen. Bevor ich jetzt weiter swipe, werde ich erstmal den zweiten Account erstellen, wo man dann meinen Rollstuhl sehen kann. Wir wählen mal dieses Bild aus von Instagram, wo man auch sieht, dass ich im Rollstuhl sitze. Fertig. Also normalerweise muss ich sagen, spielt der Rollstuhl ja überhaupt keine Rolle. Das ist ja auch die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Aber in diesem Experiment muss ich ihn explizit thematisieren. Leroys Profilfotos unterscheiden sich nur im Bildausschnitt. Er sitzt in weißer Kleidung in einem Garten. Auf einem Foto ist der Rollstuhl zu sehen. Ohoho, Freunde, ich habe ein Match. Ich habe mein allererstes Match. Ihr wart live mit dabei. Also Anna und ich stehen aufeinander. Das steht hier, ja? Also kann ich Anna jetzt eine Nachricht senden. Das werde ich natürlich jetzt tun. Ich kann das schwer beschreiben, das Gefühl war wirklich krass. Du swipest einfach hin und her und plötzlich wird dir gesagt, ey, da findet dich jemand attraktiv. Leroy grinst. War schon ein bisschen cool. Sie fragt direkt, was suchst du hier? Also, ob ich jetzt nach einer Schnellnummer suche oder nach etwas Langfristigem. Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, was ich sagen soll. Ich suche ja nach etwas Langfristigem. Das heißt, ich bleibe mal bei der Wahrheit und sage ihr, ich suche nach einer Beziehung, nach einem Partner, was auch immer und nicht nach der Schnellnummer. Ich habe jetzt geschrieben, ich suche, ehrlich gesagt, nach etwas Anständigem. Wie ist es mit dir? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da auf einer Wellenlänge sind. Okay, ich habe jetzt grundsätzlich verstanden, wie Tinder funktioniert. Leroy betrachtet noch einmal die vorgeschlagenen Frauenprofile. Neben dem Namen stehen unter anderem Alter und Beruf. Also ich muss sagen, ich habe für heute alles gegeben. Ich habe viel geswiped, ich glaube 100 Mal auf jeden dieser Accounts, also wirklich bis ans Limit. Und das reicht dann erstmal für heute. Ich werde morgen früh einfach weitermachen und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ich sitze jetzt in der Bahn und bin natürlich mal wieder am Swipen, was das Zeug hält. Oh, jetzt darf ich nicht mehr weiter swipen. Einblendung, Spielstand. Was euch bezahlt Geld. Matches ohne Rollstuhl 10, Matches mit Rollstuhl 8. Jetzt bekommt ihr einen Blick hinter die Kulissen, was ich nämlich mit den Mädels schreibe, mit meinem Profil, wo man den Rollstuhl sehen kann. Hier zum Beispiel schreibe ich hey, sie sagt hi, ich frage alles gut, sie sagt ja, alles soweit gut und bei dir, danke der Nachfrage. Mir geht's auch gut, wonach suchst du hier? Das ist eine ganz wichtige Frage auf Tinder. Gute Frage, ich kann dir nicht genau sagen, wonach ich suche. Dann sage ich meistens, okay, ich bin eher so ein entspannter Typ und die Chemie muss stimmen. Und ich habe gemerkt, dass diese Einstellung auf Tinder vielen gefällt. Darauf sagt sie auch direkt ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Einstellung. Daraufhin lenke ich das Gespräch auf den Rollstuhl und frage sie, ob sie es überhaupt gesehen hat, dass ich im Rollstuhl sitze. Und sie sagt, ja, habe ich.
Also hat sie scheinbar überhaupt kein Problem damit. Oder ein anderes Beispiel. Ich schreibe wieder Hey, sie sagt Hi. Ich frage alles gut, sie sagt ja bei dir. Und ich sage ja, mir geht's auch gut. Wonach suchst du hier? Also auf Tinder. Sie schreibt, sie hatte Langeweile. Und ich behaupte einfach, dass es mir auch so ging. Und darauf antwortet sie ja, was eine ziemlich komische Antwort ist, wie auch immer. Ich frage dann direkt, ob ihr überhaupt aufgefallen ist, dass ich im Rollstuhl sitze. Und ja, sie sagt, sie hat's gesehen. Ich hake dann nochmal nach. Hä, aber du hast mich ja trotzdem geedit. Und sie sagt, ja, warum auch nicht? Und das ist eine richtig coole Reaktion. Ihr habt ja jetzt einige Chatverläufe mitbekommen, aber mit einer Person, mit einer Frau hat es wirklich gefunkt, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt überlegt, dass wir uns spontan morgen zum Frühstück treffen. So schnell kann das scheinbar schon gehen bei Tinder. Und ich bin natürlich jetzt schon mega aufgeregt. Ich bin mega gespannt, wie das Ganze wird. Und ihr werdet zum Glück mit dabei sein. Ja, Freunde, es ist soweit. Ich werde jetzt mein erstes Tinder-Date haben. Ich selbst fühle mich zwar nicht bereit, aber ich muss jetzt durchziehen. Und ich habe ja in den letzten Tagen sehr viel mit ihr hin und her geschrieben. Wir treffen uns an der Straßenbahn, haben wir ausgemacht und gehen frühstücken zusammen. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Und ihr, also Kamera, muss ich ein bisschen zurückhalten, damit es nicht direkt auffliegt. Aber könnt mich ja in Sicherheitsabstand verfolgen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Daumen drücken, gleich Daumen hoch an der Stelle. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Straßenbahn. Oh, dieser Weg kam mir so ewig lang vor. Ich war unheimlich aufgeregt. Wahrscheinlich merkt man das in der Situation auch. Und ich wusste auch nicht, wie sie reagieren wird. Wird sie die Kameras entdecken? Wie wird sie auf mich reagieren, wenn sie mich sieht? Und vielleicht auch darauf, dass ich im Rollstuhl sitze. Das waren alles Fragen, die in meinem Kopf herumgeschwirrt sind. Hier haben wir uns jetzt auf jeden Fall verabredet. Also da vorne an der Straßenbahn. Ich werde sie schon irgendwie erkennen oder sie mich viel eher. Und ihr müsst euch jetzt irgendeinen geheimen Ort suchen, wo ihr unentdeckt bleibt als Kamera. Ihr werdet mich ja immer hören. Wir sind verbunden übers Ohr. Ja, mal schauen, was passiert. Bis später. Zugegeben, ich bin nicht die pünktlichste Person. Aber heute war ich ausnahmsweise super pünktlich. In der Kölner Innenstadt überquert Leroy im Rollstuhl Straßenbahnschienen. Die Kamera bleibt an einem Baum. Nervös fährt Leroy an der Haltestelle auf und ab. Dann kehrt er zur Kamera zurück. Also, wir haben jetzt 12 Minuten nach 10. Das kann vielleicht noch ganz normale Verspätung sein. Ja, es war kalt, es hat genieselt. Und in meinem Kopf waren schon wirklich Zweifel. Es kamen immer mehr Zweifel auf, ob das heute wirklich klappen soll. Es ist mega kalt, aber ich werde auf jeden Fall noch eine Viertelstunde, 20 Minuten warten. Kann ja sein, dass ein Zug Verspätung hat oder so. Sie hat mir jetzt noch nicht geschrieben. Wir warten einfach noch ein bisschen. Ich stelle mich wieder darüber. Bis gleich. Leroy fährt nochmal zur gegenüberliegenden Haltestelle und wartet dort an einer Treppe. Im Zeitraffer laufen Passanten vorüber. Okay, Freunde, wir haben jetzt 20 vor 11 ungefähr. Sie hat sich bei mir gemeldet, zum Glück. Wir haben jetzt ewig gewartet. Hier, also ich blende euch das mal kurz ein. Sie schreibt, hey, es tut mir wirklich leid, aber ja, ich habe irgendwas in der Familie, hat sie geschrieben. Und damit würde ich sagen, ist die Geschichte hier dann auch gelaufen. Ich habe jetzt lang genug gewartet. Ein Mann kommt zu Leroy. Ja? Gefallen dir? Danke, danke schön. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen uns dann jetzt mal auf den Heimweg oder gehen vielleicht in die Kleinigkeit essen, aber das war jetzt auf jeden Fall sehr frustrierend. Ja, ich muss zugeben, ich war im ersten Moment wirklich ein bisschen enttäuscht. Das war kein schönes Gefühl, aber einem muss das eigentlich klar sein. Wenn man Tinder benutzt, das ist nichts Verbindliches. Davon lebt das Ganze ja auch. Und dazu kommt, das Ganze beruht ja auf Äußerlichkeiten. Das Ganze ist einfach oberflächlich und ja, was das angeht, war ich natürlich auch nicht ganz ehrlich. Weil ich habe den Rollstuhl einfach nicht erwähnt. Und wie ihr in diesem Chat hier sehen könnt, ist es manchmal einfach besser, ehrlich zu sein. Eine Frau schrieb, ob im Rollstuhl oder nicht, ist doch total egal. Grundsätzlich muss ich sagen, halte ich nicht so viel von dieser Art der Partnersuche. Ich bin da eher traditionell und treffe meine Frau lieber auf der Straße zufällig. Aber trotzdem habt ihr gesehen, ich habe noch ein paar Matches und ein paar Dates offen. Das heißt, was meint ihr, soll ich das nochmal ausprobieren? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, Freunde, dann lasst mal schnell noch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal der Aktion Mensch, wenn ihr weiterhin Videos von mir sehen wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Leroy klatscht in die Hände.